Als Schlüsselcode finden, alles klar. Zwei, zwei, sechs, vier. Was ist hier drin? Keine Ahnung. Einfach nur mal so reingeworfen. Eine Luke. Könnte in einen anderen Teil der... Hä? Wieso jetzt 2, 2, 6, 5? Achso. Okay. Gut. Fehlfunktion. Hex-Datenpunkte. Hex-Nachricht. Von Mel Bright. Von Mel Bert. Hä? Oh. Nachname von der Tussi. Ah ja, Bert. Hm? Würde ich so aussprechen. An Shay Navarro. Betreff Fehlfunktion. Hey, kannst du dich noch an deinen Kerl erinnern, der hier vorbeikam und gesagt hat, er sei Kyles Geschäftspartner und sollte die Ornamente für die große Show abholen? Ja, das Pingback von den Dingern zeigt an, dass sie im Moment über den ganzen Südwesten verstreut sind. Kyle ist überzeugt davon, dass es eine Fehlfunktion ist. Doch. Aber wenn der Zeitpunkt der Show näher rückt, wird er ausflippen. Ich sage nichts, wenn du nichts sagst. Wie auch immer. Er hat den Code für sein Büro geändert, also müssen die Reinigungsspots aktualisiert werden, damit sie sich nicht alle vor seiner Tür festfahren. Der Code lautet, datenbeschädigt, 135. Ja, der gleiche sechsstellige Code wie in den Einladungen, die er verschickt hat. Nichts besonders kreativ, wenn du mich fragst, Mel. Toll. Mit der 5 hattest du schon mal recht. Ding! So. Entweder gehen wir runter und raten selber. Oder wir gucken einfach mal nach, ob wir hier noch irgendwie was finden. Vielleicht irgendwo lang. Oh ja, von hier oben. Sah so komisch aus. Oben im Zaun ist eine Öffnung. Da geht es durch. Aber erst. Mädel, ich hab dir schon mal gesagt, wenn du was siehst, dann sollst du es mir zeigen und nicht irgendwie. Hey, da ist was. Man kann sich hochbacken, alles klar. Ne, hier funktioniert es nicht. Mit diesen Kisten könnte ich wohl die Öffnung oben im Zaun erreichen. Kann ich nicht rausziehen. Die Kiste ganz oben ist wohl blockiert. Kann ich nicht wegziehen, ne? Vielleicht bekomme ich die oberste Kiste ja runter. Nee, das habe ich ja gerade vor mir, aber ich will hier nicht unbedingt alles so. Na, also, das hat sich verhakt. Es sollte sich verhaken, aber sonst kriegen wir die Kiste da nicht raus, Eloy. Da, das funktioniert. Ja. Oh, die Kiste ist zu niedrig, so komme ich da nicht ran. Mich ist man auch leider nicht irgendwie hoch. Ich finde das voll ungerecht.
Ist loslassen? Meine Frau macht schon wieder Rakadele. Ich koche schon in meiner Rüstung. Ich muss die Kisten irgendwie stapeln. Sag mal, Eloy, warum? Warum bist du manchmal so blöd? Ja, doch, hast du Rakadele gemacht. Du hast Rakadele gemacht. Du hast Rakadele gemacht. Ich hab sowas von. Geschafft. Ich hab's ja gehört. Ich liebe dich auch, mein Schatz. Und nein, ich bin nicht dazu verpflichtet. Und sie droht mir auch nicht. Von hier aus nicht bewegen. Wie, warum? Was? Wo? Kann ich das irgendwie von dort aus wegpusten, schieben? Hätte da jetzt nicht so drauf geachtet. Ah, da. Das ist wieder so diese Dämlichkeit von Eloy. Boah, Alter, was müssen wir denn hier noch machen? Ich muss ein Stück zurückgehen. Ob es so leichter wäre. Blut ist doch immer was Schönes. Da ist wieder nichts drin. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass die Entwickler deswegen manche Kisten da so platzieren, damit du die anderen Sachen nicht siehst. Also, ey, Loot, weitergehen. Oh, bin wieder draußen. Was ist hier oben sonst noch? Hm. Oh. Ja, nicht sagen, die waren sich dumm oder so. Sie was? Sie. Sie. Sieht aus, als wären die Ornamente. Weiß nicht, da war eben gerade so dieses Symbol noch, weißt du? So wie bei davor, dass das eine Labernotiz ist. Aber das ist doch eine Notiz zum Lesen. Ich hab ja nichts dagegen, aber naja. Ja, nein, ja, doch. Ja, gut. Um Antwort wird Datenpunkte, Nebenquest, Textprotokoll, Datenbeschädigung partiell. Standout Holo lädt sie herzlich nach der Lichter Feiertagsaktion in die VIP-Zuschauerlounge ein. Erleben Sie auf den besten Plätzen der Stadt, wie sich die Skyline von Vegas in ein überwältigendes Holo-Lichtermeer verwandelt.
Neben verschiedenen Feiertagsangeboten zum Start bieten die Nacht der Lichter auch individuelle Optionen, die jede Vorstellung zu einem einzigartigen Erlebnis machen. Sichern Sie sich einen Platz in der Geschichte von Vegas, wenn die Lichter der Stadt ihren Namen alle Ehre macht. Unsere Mitarbeiter stehen den ganzen Abend für alle Ihre Fragen und Wünsche zur Verfügung. Die Vorführung beginnt um 20 Uhr, gefolgt von einem Abendessen und einer Unterhaltungsshow. Ihr Zusageformular finden Sie. Geben Sie nach Aufforderung den folgenden sechsstelligen Code ein. 739, Daten beschädigt. Yay! Für etwas, das Nacht der Lichter Feiertagsaktion heißt. Feiertage der alten Welt werden gefeiert, indem man Hologramme über Tage ändert. Weißt du, dass man enden mit 5 ist? Aber wie? Der andere ich glaube, der Code wird sowieso wieder angezeigt. Jetzt sollte ich alles zum Öffnen der Tür haben. Du hast dir den Code gemerkt. Du hast ihn dir aufgeschrieben, ne? Gesundheit! Guck, es hat draußen niemand gelassen, ich muss das sagen. Es wäre jetzt lustig, Gott, warst du das? Ich dann nicht mehr wieder hoch? Sniff. Was ist denn das für eine Verarsche? Ich kann auch gar nicht so weit hochgucken. Oh ja, gut, dann laufen wir den Weg nochmal außen lang. Weißt du, Eloy. Manches Mal, Eloy. Aber auch nur manches Mal. Dann würde ich dir am liebsten den Hals bringen. Ganz nett und kumpelmäßig geworden. War jetzt hier kürzer, aber woher weiß der, dass ich alles gelootet habe? Oh, nee, die Zahlen stehen nirgendwo. Wer hat sich's aufgeschrieben, ja? Hallo? 7? Sie hat gerade geschrieben. Dankeschön! 7, 9. Och, nicht das hassen. Nein! Ich wollte nur einen löschen. 1, 3, 5. 1, 2. Bin drin. Hey, ich habe öffnen. Mal so eine Frage, den Code hast du doch bestimmt hier noch aufgeschrieben gehabt vom ersten Mal, ne? Hättest du mir gleich geben. Alles klar. Na, dann wieder zurück zu Stemmoor. Vielleicht finden wir raus, wie das Ding funktioniert. So, jetzt können wir hoch. Ich will auf keine Pilze schießen. Hab ich ja nichts vor. Auf zum Fahrstuhl. Ne, der wird nicht da sein. Ich muss 100%ig klettern. Da ich ihn ja nicht nach unten genommen habe. Du hast ewig und 3 Tage gesucht? So schwer war das doch jetzt nicht mit dem Code. Oder?
Aber immerhin, du hattest ihn noch. Und du hast ihn gefunden. Nach Ewigkeiten und 3 Tagen. Das hier wäre der Fahrstuhl. Nee. Wäre jeder Fahrstuhl? Nein. Habe ich nicht gesagt, ich muss klettern, weil ich ihn nicht benutzt habe? Ach ja. Wieso muss ich in manchen Sachen eigentlich immer recht behalten? Okay. Ja, Eloy, du bist die hellste Birne in der Wand. Ist der Fahrstuhl. Ich hab ihn gefunden. Nur anders, wie man erhofft hat. So, hey, Fahrstuhl kann ja jeder benutzen, ne? Hey Leute, das ist zu hoch. Manches Mal musst du es übertreiben, ne? Nein, ich will jetzt auch kein Abseilen. Du hast also einen Helfer. Oder geh weiter. Der Wortschmied. Stöberin der Tiefe. Sie. Die Nora kam zurück. Doch brachte sie Botschaft des Triumphs oder des Unglücks? Ich hab das Ding und es ist nicht das einzige, das ich fand. Hier. Der alte Wortschmied hielt mit glänzenden Augen und dankbarem Herzen den Gegenstand empor, der ihm entgangen war. Es ist Teil eines Satzes und heißt Ornament. Es könnten noch mehr in Ruinen jenseits der Wüste verstreut sein. Vielleicht kann ich sie aufspüren. So vertiefte sich das Geheimnis des Ornaments. Zu welchem Zweck waren die Schmuckstücke gefertigt? Für eine Nacht der Lichter Feiertagsaktion. Die Alten feierten so wohl Feiertage, denke ich. Wie Feste? In der Art. Feiertage standen wohl für saisonale Ereignisse. So wie bei jedem Fest im Anrecht? Das Fest des ersten Fasses? Das Fest der Fermentation? Das Nur-Hopfenfest? Alles dreht sich um Bier, was? Das sollte mich nicht überraschen. Anscheinend konnten die Ornamente hier die Lichter über Tage ändern. Aber ich weiß nicht wie. Ich erkenne diese Markierung. Sie war auf einem Gerät, das wir ausgruben. Hier. Könnt ihr vielleicht die Lichter anschalten? Finden wir es raus. Welches soll ich zuerst probieren? Welches Ding hatte er denn gerade? Das hier sieht gut aus. Ich hoffe, Abaddon ist hierfür bereit. So sicher der Funke die Flamme entfacht. Das war wohl ein Winterfest. Aber was für ein Tier ist das? Sieht fast aus wie ein Reishorn. Sag mir, falls du noch andere Ornamente findest. Ich frag mich, was für Feiertage die Alten feierten. Ganz komische. Schön, dich zu sehen, Aloy. Und, wolltest du denn hier irgendwas verändern? Ja, ich will die anderen auch noch sehen. Das hier ist jetzt dran. Ich kümmere mich drum.
Unter dem Wasserfall aus güldenen Blättern ging der Wortschmied in sich und meditierte im Stillen. Und sein Geist ward beruhigt. Sag mal, wenn er da darüber spricht, dass er seine Frau befriedigt hat, ne? Und er bestieg den Berg des Weiblichen. Mann, oh Mann, oh Mann. Aloy, dieser alte Wortschmied ist immer glücklich, dich zu sehen. Und was kann ich für dich tun? Er führte seinen mächtigen Stab ein. Schalt mir das mal an. Auf Befehl unserer Heldin sollen die Lichter den Himmel blenden. Ah, das muss das Fest des Sichelmondes gewesen sein. Aber die haben doch nicht jeden Sichelmond gefeiert, oder doch? Bei der Schule, nee, überlassen wir das mal. Wären Judas. Viele Feste. So, dann habe ich hier noch... Sieh mal die Guckrichtung. Ich habe gehört, Ich finde das mit dem Sichelmond gut. Du bist zurück! Hast du ihn? Ja! Hast du das Gerät? Bitte sag, dass du ihn hast. Wir sind so nah an etwas wahrhaft Majestätischem. Bitte sehr, Molland. Oh ja! Ja! Vielen Dank. Ich hoffe, du hattest nicht allzu viele Probleme. Oh. Dieses Design. Er ist so kompakt. Die Alten konnten so etwas bauen. Er müsste perfekt in das Gehäuse passen. Wir müssen die Lurrohre noch anziehen und dann geht's los. Wir? Soll ich den Jungfernflug etwa ohne die Person machen, die sie möglich gemacht hat? Da hat mich meine Mutter besser erzogen. Du solltest die Ehre haben, die Welt so zu sehen, wie sie noch kein Lebender gesehen hat. Was meinst du? Wie könnte ich dazu Nein sagen? Nein?